Leute, endlich gute Nachricht, endlich gute Nachricht. Dieser Stürzenbäcker wurde abgestochen. Ihn hier kennt ihr sicher, Imam Mehta, der am Freitag nach dem Attentat in Mannheim auf einen Polizisten und Michael Stürzenberger mit seinem Video viral ging. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld, ich schicke dir Essen, ich trinke dir, ich schicke dir alles. Inshallah passiert das mit Ex-Muslim und mit Amir Arapur. Ne? Und in dieser Elia Nathan, die sollen auch abgestochen werden. Inshallah, jeder Islamkritiker, Digga, jeder, der Islam kritisiert, pa, 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 Messer, Digga. Zuf, 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 zuf. Und dieser Türke auch, dieser Türke mit seiner Mütze, mit seinem scheiß Atatürk. Warte ab, du wirst auch noch sehen, du scheiß Dreckstürke. Der Islam, jeder der Islamhasser, jeder Islamhasser wird kassieren mit Messer, Digga. Ich schon bei Allah, der ist mein Vorbild, dieser Junge ist mein Vorbild, guck mal, er sticht sogar den Polizei in seinen Hals. Zuf, 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 zuf. Er hat hier wirklich heftige Dinge vom Leder gelassen und dieses Video zeigt exemplarisch, wie der Staat dich und mich verhöhnt, indem solche Leute, Stand heute Sonntag, immer noch auf freiem Fuß sind in diesem Land. Es gab keine Hausdurchsuchung bisher. Ich weiß noch nicht mal, wo er wohnen soll. Aber ich weiß eins, unser Staat kann nur gegen die Leute vorgehen, die sich kritisch gegen die Regierung äußern. Und das ist leider kein Spaß hier. Sie machen das inzwischen sogar im Ausland. Hier nochmal der Hinweis, das Amtsgericht Dachau sieht im Posten des Memes keine Anstiftung zum Totschlag. Es ging um ein Merkel-Meme, was eine Hausdurchsuchung zur Folge hatte. Von diesen Meldungen haben wir hier viele. Razzia an der Frankfurter Allee in Berlin. Polizei durchsucht Wohnung nach Facebook-Posting. Ja, so weit sind wir in diesem Land mit der Meinungsfreiheit. Ein Mann soll mehrmals auf Facebook Beiträge mit volksverhetzendem Inhalt veröffentlicht haben. Als die Polizei zur Razzia in seiner Wohnung erschienen ist, hat er es gestanden. Der nette Mann, 65 Jahre alt, hat ein Bild gepostet, in dem türkische Männer als Sodomisten verunglimpft wurden. Er hat auch Hakenkreuze veröffentlicht und so weiter. Jetzt gibt es hier noch eine Hausdurchsuchung von diesem Jahr und zwar gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin. Hausdurchsuchung wegen volksverhetzender Facebook-Beiträge. Wisst ihr, was das Spannende ist? Es finden ja teilweise am selben Tag, wo so ein Posting gemacht wurde, dann Hausdurchsuchungen mit dem BKA, mit dem LKA oder mit dem Staatsschutz statt. Und hier Imam Meta, er nennt sich wirklich Meta, wie der Konzern von Facebook. Nichts, Leute. Das Land Baden-Württemberg sagt, ja, also wir haben IT-Spezialisten aus unserer Cybercrime-Abteilung dazugezogen. Ich sage, IT-Spezialisten aus der Cybercrime-Abteilung, ihr wisst schon, dass er das öffentlich postet. Da ist nichts mit geheim und verschlüsselt und so weiter. Gut, der Staatsschutz, er ermittelt ebenfalls. Und die Leute da draußen, du und ich, wir sind ganz klar der Meinung, jemand, der solche Videos postet im Netz und so offen aufruft zum Morden an Andersdenkenden, zum Morden an Polizisten und das feiert, ja, er hat gesagt, er gibt ihm Geld, er gibt ihm Essen, er gibt ihm alles dafür, dass er die höchste Stufe im Paradies bekommt. Das hat nichts mehr mit Glaube zu tun. Das sind krankhafte Wahnvorstellungen im Kopf und so Leute gehören einkassiert. Die Leute, sie stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und vor allem für den inneren Frieden dar. Solche Leute kann man in diesem Land einfach präventiv festnehmen. Zumindest mal 48 Stunden. Es gab noch nicht mal eine Hausdurchsuchung bis heute Sonntag. Ich weiß auch gar nicht, ob die Polizei weiß, wo er sich denn jetzt regelmäßig aufhält. Ich weiß nur, solchen Leuten darf man keine Bühne bieten. Deswegen zeige ich euch, was er sagt. Und sowas gehört angezeigt. Aber die Polizei, sie kommt lieber bei dir und bei mir vorbei, wenn wir das falsche Facebook-Posting gesetzt haben. Das ist leider die Realität in Deutschland. Deutschland 2024 erlaubt es, dass muslimische Hassprediger im Netz frei tun und sagen können, was sie wollen. Wenn du und ich aber die Regierung kritisieren, wie Frau Lang oder Frau Baerbock oder Herrn Habeck, dann kommt direkt die Staatsanwaltschaft mit einer Hausdurchsuchung und mit einem Strafantrag um die Ecke. Und dann wundern sie sich, warum die Leute so viel die AfD wählen. Leute, hier oben, ja? Der Parteitag der AfD, er soll jetzt verboten werden in Essen oder mit strengen Auflagen versehen werden. Die Grünen waren am Freitag zu einem kleinen Parteitag in Magdeburg. Oh, und da kamen sogar Scharfschützen, die das Ganze beschützt haben. So weit sind wir inzwischen gekommen. Die Grüne Partei, die Kriegstreiberpartei in diesem Land, wird von Scharfschützen bewacht für ihren Parteitag. Und die AfD bekommt den Parteitag nur mit Auflagen
genehmigt oder am Ende sogar verboten. Das ist Deutschland 2024 und ich sage, ihr in der Politik, ihr habt alle versagt. Ihr habt wirklich alle versagt. Suleyman A. aus Mannheim, komme ich heute Abend in einem Extra-Video dazu, ist wirklich vorher polizeilich unauffällig gewesen. Aber dieser Imam Mehta hier, es ist nicht das erste Mal, dass er sich so äußert. Er ist als Radikaler bekannt. Und Leute, ihr habt die Gefahren für die öffentliche Sicherheit in diesem Land einzukassieren. Und dann habt ihr sie nach Hause zu fliegen. Und wenn die kein Zuhause haben, dann ruft ihr mal in London an und fragt, wie das mit Ruanda war. Dann sucht man denen ein neues Zuhause. Aber hört auf, so wahnsinnig zu sein und zu denken, dass sich dieser Teil von Menschen in unsere Gesellschaft integriert. Die sind integrationsunwillig. Nicht unfähig. Das weiß man gar nicht. Sie sind aber unwillig. Sie wollen sich hier gar nicht integrieren, sondern sie wollen jedem Islamkritiker hier abmessern. Das hat er wirklich gesagt, Leute. Ich bin schockiert, aber am Ende wundert es mich nicht, dass das in Deutschland normal geworden ist. Die Frage ist nur eher, so viele Leute, die ihre Koffer packen wollen, dieses Land verlassen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir hier jetzt quasi an der Ausreiseschlange am Flughafen stehen sollen. Wenn das so weitergeht, ist in 5 Jahren kaum noch einer hier. Aber die Politik, sie denkt ja, sie erzieht sich hier ein neues Wahlvolk. Naja, die werden schon mal sehen, was sie davon haben, wenn dann die grüne Meinung verboten wird, weil sie nicht dem Propheten huldigen. Das ist der Weg, den der Islam beschreitet. Es gibt Dutzende Aussagen, die sagen, wenn der Islam die Überhand gewinnt, ist vorbei, beziehungsweise ab einem Drittel wird es gefährlich. Und wir sehen es jeden Tag in diesem Land, im besten Deutschland aller Zeiten. Hilf mir dabei, dass dieses Video vielleicht viral geht. Teile es, verbreite es, abonniere den Kanal. Ansonsten sei gespannt auf meine Analyse zu Mannheim, welche Fehler die Polizei im Einsatz gemacht hat. Und es ist nicht der, der im Krankenhaus liegt und auch nicht der, der geschossen hat. Das sind die 2 einzigen Polizisten, die sich hier richtig und korrekt verhalten haben. Alle anderen standen nur dumm rum. Tut mir leid für diese Aussage. Ich zerlege euch das in einem langen Video. Damit mache ich Schluss. Bis bald.